Hi Leute, ich bin's Albert von wpreneur.de und in diesem Video werfen wir einen kurzen Blick auf die Windows 10 Insider Preview für Smartphones in der Build-Version 10166. Damit sieht jetzt einmal die Smartphone-Version mit der PC-Version gleich, zumindest von der Build-Version, aber auf gar keinen Fall von der Stabilität oder von den Features her. Also da ist man wirklich noch Welten entfernt. Ja, was ist jetzt neu bei der Windows 10 Smartphone Preview? Einerseits haben wir ein neues vergrößertes Batterie-Icon, das sieht man da oben rechts, und andererseits gibt es zahlreiche Bugfixes, die auch die Stabilität wesentlich verbessert haben, muss man auch sagen, und es gibt einen quasi neuen Windows Store, der hat eben jetzt sein Beta-Label verloren, aber ich sage euch gleich, das bedeutet überhaupt nichts, lediglich, dass eben der alte Store jetzt verschwunden ist, dieser eben nicht mehr unter Windows Phone existiert und jetzt der neue alleine da ist. Ja, und deswegen ich sage, dass dieser noch nicht ganz fertig ist, das ist jetzt relativ schnell auch schon beim Starten erkennbar. Beispielsweise ist jetzt auch der Splashscreen noch nicht ganz für alle Auflösungen optimiert, aber man muss jetzt schon sagen, insgesamt läuft es doch sehr viel flüssiger als unter den bisherigen Builds. Auch die Installationen funktionieren jetzt ganz zuverlässig, was ich bisher noch nicht ganz erleben konnte unter Windows 10 auf einem Smartphone. Und jetzt läuft das Ganze auch relativ flüssig, ist auch hier zu bemerken. Generell muss ich auch sagen, dass sich das System erheblich verbessert hat in der Stabilität. Das ist meiner Meinung nach auch sehr erfreulich. Auf die Frage, die jetzt immer wieder gestellt wird, ob Windows 10 auf dem Smartphone zum produktiven Einsatz geeignet ist, da würde ich glatt vorsichtshalber mal sagen, nein. Aber das, was ich bisher auf dem Lumia 520 erlebt habe, das ist schon sehr positiv, funktioniert auch ganz gut. Ich hatte bisher keinen Systemabsturz, also keinen kompletten Systemabsturz. Einige Ruckler gibt es noch, beispielsweise in den Einstellungen beim Handy-Update, also das funktioniert aktuell nicht sehr zuverlässig, aber es funktioniert, muss man auch sagen. Die App-Installationen gehen jetzt sehr zuverlässig, womit ich auch Probleme hatte beim Lumia 520 und generell das ganze System wirkt auch sehr viel flüssiger. Deswegen würde ich sagen, wer es jetzt schon riskieren will, der sollte das auch tun. Ich würde empfehlen, gleich in den Fastring gehen und die 10166er installieren, denn die läuft aktuell sehr flüssig auf dem Lumia 520 und man muss wirklich bedenken, also dass das wirklich die günstigste Hardware ist, mit der Windows Phone überhaupt am Markt vertreten ist. 1 GHz Dual-Core-Prozessor von Qualcomm und 512 MB Arbeitsspeicher. Und deswegen würde ich sagen, wenn man sich traut und wenn man wirklich mal für eine Woche gequält werden will, dann kann man es gerne mal ausprobieren. Ich selbst würde es jetzt zumindest in den nächsten Tagen, wo ich kein Ersatzgerät habe, nicht auf mein Hauptsmartphone installieren, also auf das Lumia 830, aber ich werde es definitiv mal riskieren, mal ausprobieren. Und falls ihr es aktuell mal ausprobieren wollt, dann würde ich sagen, spricht zumindest in diesem Zustand nichts mehr dagegen. Ja, und das war's auch schon von mir. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.